Herzlich willkommen bei Eschers Tarot bei einem kurzen Wochenimpuls. Wir sind beim Sternzeichen Steinbock in Kalenderwoche 52. Das ist zusätzlich auch noch die letzte in diesem Jahr. Die beginnt am 26. Dezember und endet am 1. Januar. So. Die hat sich umgedreht. Dann haben wir hier für den Steinbock schon mal den Narren, eine Neuanfangskarte. Ich habe tatsächlich in dieser Woche fast nur Neuanfangskarten bzw. Karten, die nochmal das letzte Jahr auf den Tisch holen, dass überdacht werden muss, dass man nochmal für sich selber einen Jahresrückblick macht, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Okay. Interessant. Also es wirkt hier tatsächlich so, als ob du jemand nochmal näher kommst, als ob da nochmal irgendwas intensiviert wird. Aber mit einer Spontanität, irgendwas, womit du noch gar nicht rechnest. Hier haben wir mit dem Narren, das ist wirklich so eine Spontanitätskarte. So, ich gehe einfach los und ich gucke, was passiert. Es kann sein, dass sich deine beste Freundin anruft und sagt, pass auf, wir gehen heute Abend feiern. Und dann sagst du, okay. Und du weißt gar nicht, was auf dich zukommt, du weißt gar nicht, wo ihr hin wollt, aber es wird wunderbar. Sowas in der Art. Man geht da ganz blauäugig hinein, ganz vorurteilsfrei, man macht das einfach so. Und hier haben wir eine Karte, wo so ein bisschen, ich sag mal, man trifft jemanden, der einem sehr, sehr viel geben kann, der einen wirklich ans Herz wächst. Das ist wirklich so eine Seelenverwandtschaft oder beziehungsweise es wird nochmal eine Beziehung zu einem Menschen vertieft, sodass man den nochmal auf einer ganz anderen Ebene kennenlernt. So eine, ich sag mal, so eine Verbundenheit fühlt. Das muss nicht unbedingt in Sachen Liebe sein, das kann auch in Sachen Freundschaft sein, dass du zum Beispiel deine beste Freundin oder eine Freundin, eine Bekannte besser kennenlernst, dass du dich mit ihr nochmal ganz anders verbunden fühlst. Kann aber auch, wie gesagt, in Sachen Liebe sein. Es kann sein, dass dir auf dem Weihnachtsmarkt plötzlich, dass du in deinen zukünftigen Ehemann reinrennst. Also das wäre so eine typische Kartenlegung für, pass auf, halt die Augen offen. Sag auf keinen Fall spontane Verabredungen ab. Also, wenn dich jemand anruft und sagt, wir wollen jetzt das und das machen, dann machst du dich bitte fertig und ziehst die Schuhe an, weil sonst werden dir Chancen entfleuchen und vorbeigehen. Hier sind eine ganze Menge Chancen, wie gesagt, auf eine sehr tiefe, sehr starke emotionale Verbindung, wenn du, wie gesagt, spontan bist. Ja, lieber Steinbock, das war dein kurzer Wochenimpuls für diese Woche. Ach so, was mir gerade einfällt, Silvesterparty. Wenn dich jemand auf eine Silvesterparty einlädt, geh dahin, auf jeden Fall. Vielleicht triffst du da jemanden. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall einen guten Rutsch. Ich wünsche dir für das neue Jahr nur das Allerallerbeste und bis zum nächsten Mal.